Ich bin so froh, dass die Stadt wieder Straßenbahnen bekommt. Wusstest du, dass die letzte Straßenbahn hier vor fast 60 Jahren ausrangiert wurde? Miss Harper hat recht. Meine Kollegen und ich und Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten fuhren früher mit der Hafenbahn zur Arbeit. Manchmal habe ich sie sogar selbst gefahren. Wir sollten wieder so eine Strecke einrichten und Pecunia und Indigo Hill mit dem Hafen verbinden. Ich wette, die Leute würden so eine unkomplizierte Anbindung zur Arbeit liebend gern nutzen. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier im Bus Simulator 21. Next Stop auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Und wir wollen heute weitermachen und zwar mit den Straßenbahn-Missionen vom neuen DLC Tram Extension, welches für den Bus Simulator 21 Next Stop in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Und dazu begeben wir uns einmal auf die Karte und schauen uns mal die nächste Mission an. Und wie uns gerade gesagt wurde, sollen wir die Stadtteile Eclipse Bay und Lakeside View mit mindestens einer ausgeglichenen Route verbinden. Oder sind das die Busmissionen? Moment, jetzt bin ich hier falsch. Da muss ich erstmal ins Journal gehen und die Missionen meine ich erst einmal umstellen. So. Und schauen dann nochmal nach. Sind das jetzt die Straßenbahnmissionen? Verbessere die Stufe der Stadtteile auf 3. Verfüge über 5 perfekt ausgeglichene Routen. Nee, das sind doch die Busmissionen. Besser ist doch die Hauptmission, genau. Jetzt wir brauchen die Straßenbahnmission. Jetzt haben wir die Straßenbahnmission drin. Erst die Arbeit. Verbinde den Hafen Pecunia und 04 Indigo Hill miteinander. Das ist das, was die Dame uns gerade vorgelesen hat. Erstelle eine Straßenbahnroute, welche die Stadtteile verbindet. Diese 3 Stadtteile. Verbessere die Straßenbahnhaltestelle Point Labors Avenue auf die Stufe 3. Die ist jetzt auf Stufe 1. Verbessere die Straßenbahnhaltestelle Golden Shore auf 3 und die Golden Bridge. Das müssen wir erstmal gucken. Der Hafen, das sind wir ja irgendwann mal durchgefahren. Das ist ja hier drüben. Das ist die andere Stadtseite, so in Pecunia. Und Pecunia sollen wir verbinden. Dann Harbor, das war doch hier. Hier waren wir doch schon mal gewesen. Genau, hier waren wir doch mal. Hier ist Valley Spring, das interessiert uns nicht. So, Pecunia müssen wir verbinden. Indigo Hill ist hier. Und wo ist das Hafengebiet? Wo ist das besagte Hafengebiet? Seaview ist es nicht. Pecunia, Indigo, Auris. Ja, genau, das war dieses Auris-Ding. Da kann ich mich... Hier! Ah, so ist das gedacht, okay. Dass wir einmal so eine relativ lange, das ist ja dann auch eine relativ lange Linie. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns an das Werk und das Ganze. Ja, hier kann man eine ganze Zeit lang beschäftigt sein mit Straßenbahn erstellen. Also, neue Route erstellen. So, also und das gleiche von vorn. Oder wir starten einfach hier an dieser Haltestelle, haben dann hier unsere beiden besagten, die ja wirklich auf Stufe 3 verbessert werden sollen. Und dann geht es hier drüben nochmal mit der 5 weiter. Das ist halt die Frage, ob wir dieses noch hier anbinden können. Aber dann wäre das auch schon wieder ein Riesenumweg. Und von da aus geht es dann durch, ohne Zwischenhalt, bis hier in dieses Auris-Viertel zur Arbeit. Also sozusagen eine schöne kleine Expresslinie. Genau, das ist doch eine perfekte Verbindung, würde ich sagen. Oder man hätte auch sagen können, hier, aber hier kommst du ja wieder, hättest du ja hier... Dass die 1 ist und der dann einmal oben rumfährt, um das ganze Viertel anzubinden. So haben wir halt eine schöne Kreislinie. Welchen Weg nimmt denn der dann eigentlich? Hä? Nee, die soll nicht die 6 werden, um Gottes Willen. Dann kann der nämlich wunderbar hier runterfahren. Dann im Kreis quasi wieder zurück zu seiner Starthaltestelle. So. Und jetzt haben wir die Mission auch erfolgreich erfüllt. Und dann können, würde ich sagen, können wir uns auf den Weg begeben. Also erstens mal machen wir eine Schnellreise. Und zwar zur Starthaltestelle unserer Bahn, die sich ja hier befindet. Business North Center. Nee, Quatsch. Was war das, die Starthaltestelle? Ach, Leute. So. Schnellreise. Und dann können wir diese Linie nun... Achso, das ist hier drüben wieder. Gehen wir rüber und dann machen wir einfach hier die Fahrt. Wir sollen ja jetzt hier nicht zu speziell zur Haupt... Hä? Ach, Leute. Manchmal kriegt man mich aber auch mit so Golden mit. Die ist doch angebunden.
Oh Leute, jetzt ist es schon zu viel. So, Moment mal, so die Route 2. Ja, die Haltestelle ist doch... Das ist doch die 1, wo ich gerade bin. Wieso kann ich jetzt nicht auf die Straßenbahn warten? Das verstehe ich jetzt nicht. Stelle... Achso, für Busse. Und wo ist das Schild für die Tram? Deswegen kann ich hier nicht warten. Was ist das denn? Wieso kann ich denn hier nicht auf die Tram warten, sondern muss nur auf Busse warten? Das ist ja... Das ist... Was ist das denn? Okay. Gut. Ist jetzt aber kein Drama. Route wählen. Straßenbahn Route 2. Dann müssen wir jetzt hier so über auf jetzt fahren gehen und setzen die Bahn auf einer... trotzdem starten. So, jetzt haben wir die Tram und die hält auch hier. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. So, da vorne biegen wir links ab. Oder hätte ich jetzt da vorne schon die Haltestelle bedienen müssen? Nee, das... Na, wo soll ich denn jetzt hin? Rechts oder links? Mensch, Spiel, das musst du mir aber auch rechtzeitig sagen. Erst sagt es nach links und dann auf einmal wieder nach rechts. Das ist immer, wenn die Routen sich dann so überlagern. Aber da, ja, das ist, glaube ich, richtig. Ja, rennen, bitte. So, und dann machen wir gleich die nächste Straßenbahnmission. Und in dem Viertel waren wir ja fast gar nicht unterwegs. Wie schnell fährt eine Tram eigentlich in der Stadt? Ich glaube, nicht schneller als 30, ne? So, dann machen wir die Türen auf. So, gutes Timing, kriegen wir schon mal die Auszeichnung. Wieso steht denn ja schon wieder Sonderfahrt? Hier müsste man eigentlich die letzte Haltestelle angeben. Und dann machen wir jetzt erstmal wieder Fahrkartenverkauf. Wie gesagt, gibt's in der Straßenbahn, wenn aber auch selten. So, Senioren. Die Senioren wollen doch nicht zur Arbeit, aber gut. So, dann die Kinder- und Schülerwachenkarte. Ja, stimmt, wir binden ja noch eine Schule an. Das ist aber bestimmt auch teuer. Und dann schließen wir die Türen. Und fahren mit unserer schönen Tram weiter. Ist hier vorne schon, wo wir halten sollen? Ja, ja, man sieht es am Navi, weil die weitere Linie dann... So, nächste Haltestelle erreicht. Oh, schön, die Leute warten. Was fährt dieser Bus nach North Center? Ich glaube ja, ne? Ja. Mehrere Fahrkarten, bitte. So, Kinderschülerkarte, einfache Karte, 1, 2, 3. Sehr schön. Senioren, einfache Fahrt, 1, 2, 3, 4. Eine Fahrkarte, bitte. Ach, Moment. Zurück. Kinder. Einfache Fahrt. 1, 2, 3. Dankeschön. Ah, ich glaube, wir haben auch eine Schule, hatten wir, glaube ich, in unserem Netz. Natürlich wird es mit den anderen Missionen auch weitergehen. Wie gesagt, die Schulbusmission müssen wir weitermachen. Dann das allgemeine Standortspiel, das müssen wir auch noch weitermachen. Ich habe nur Angst. Ich weiß nicht, ob der Zug wirklich aus den Schienen springen kann. Autofahrer warten auf uns. Dankeschön. Ob das wirklich passieren kann. So, da vorne müssen wir nach links die Weichen stellen. Hier sehen wir auch nochmal schon so die Ausflugsgebiete. Also wir sehen hier mit der Straßenbahn... natürlich auch mit unserer Bahn hier im Rückspiegel gucken. So steht natürlich einer direkt auf unserem Gleis, aber der fährt weiter. So, ich glaube, hier darf ich jetzt fahren. Oder? Nee, hätte ich wahrscheinlich nicht fahren dürfen. Ich weiß es gerade gar nicht. So, wie gesagt, wir binden jetzt hier nicht so viele Haltestellen. Das ist eher so eine Art Expresslinie. So, die
binden wir, glaube ich, jetzt an. So, nächste Haltestelle erreicht. Und wir kriegen den nächsten Zahltag. Wie gesagt, das wird es eben ein bisschen dauern, bis wir diese Haltestellen aufgelevelt haben. Das wird ohnehin dauern, weil wir noch gar nicht in diesem Viertel unterwegs waren. Hier alle Routen und wir kriegen, glaube ich, das Geld ganz gut rein. Fahrzeugwartung mit der Tram. Ja, ist natürlich. So, Fahrkartenverkauf, Seniore, Tageskarte. Dann 4,60 Euro. So. Noch eine Fahrkarte. Ja, eine Fahrkarte kriegst du von mir, mein Guter. 20 zurück. Dann schließen wir die Türen. Ist auch lustig, dass wir das hier das Geräusch noch vom Bus hören. Ach, sag jetzt nicht, dass wir uns verfahren haben. Mensch, das muss das Ding aber auch mal ein bisschen eher wissen. Also irgendwie haut da manchmal der Routenplanung auch was nicht hin hier. So, hier vorne gehen die Bahnschienen, glaube ich, nur nach rechts. So, da haben wir hier unsere nächste Haltestelle, die wir anschließen müssen. Oh, das war nicht gerade die beste Halteposition, auf der wir uns befinden. Ja, viele fragen natürlich mit der Antriebsart des Fahrzeuges. Ich habe den Verdacht, dass es hier eine Akkustraßenbahn ist. So, Türen wieder zu. Aber wir haben sogar, ich sehe gerade, wir haben Türen sogar auf beiden Seiten. So, da vorne müssen wir dann nach rechts. Kreuzung durch. Moment, wo ist mein Hut hin? So, hier geradeaus, das stimmt auch. Davon geht es nur nach links. War doch, glaube ich, jetzt schon das längere Stück, was wir durchfahren. Rechts ist hier richtig. Und für die Leute auch zur Arbeit bringen. Ja, das nächste ist dann auch schon unsere Endhaltestelle. So, jetzt sehen wir das natürlich nicht so. Hier müssen wir auf jeden Fall nach links weg. Natürlich auch erstmal auf den Verkehr warten. Ja, hier muss man nämlich nach links weg. Also Weichen, wie gesagt, müsst ihr mit den Tasten A und D selbst stellen. Das ist dann schon unsere Endhaltestelle hier. Sehr schön. Was ist hier die perfekte Halteposition? Also so ein Stück drüber stehen. Und damit haben wir diese Linie.
Linie ein erstes Mal abgefahren. So, ein Fahrgast hat einen Wertgegenstand vergessen. So, das gucken wir uns mal an. 5 Sterne hat die Strecke jetzt bekommen, weil ein Fahrgast... So, ein Fahrgast hat einen Wertgegenstand vergessen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir den noch abgeben? Hat er den irgendwo liegen gelassen? So, da müssen wir mal schauen, was, wo hat den liegen gelassen. Ja, Fahrgast, ich gucke ja schon. Also ich finde den Wertgegenstand nicht. Das ist immer das Blöde, weil wie oft wird heutzutage noch was abgegeben im Fundbüro? Kannst ja eigentlich alles vergessen, weil sich die Leute eigentlich nur noch reinstecken. So, also ich finde den Wertgegenstand nicht. Wo soll der denn sein? Gut, dann würde ich aber sagen, begeben wir uns jetzt auf den letzten und aufwendigsten Teil dieser Mission. Und zwar... Naja, tut mir leid, ich habe ihn nicht gefunden. So. Wieso sind wir eigentlich hier in der Bahn so langsam unterwegs? Keine Ahnung. Gut, dann begeben wir uns auf den aufwendigsten und Teil dieser Mission. Und zwar geht es darum, hier eben diese 3 Haltestellen anzubinden. Wobei... ich müsste jetzt eine riesen Schleife hier, glaube ich, fahren, ne, um da hochzukommen. Wir stehen jetzt hier und ich müsste genau erstmal so einen Bogen hier um das Viertel fahren. So, machen wir also hier eine Schnellreise. Die Frage ist... Ja, sehr schön! Sehr schön! Und damit, Türen offen oder zu. So, damit können wir nämlich die Route... Wir sind jetzt im freien Spiel. Und dann gehen wir einfach auf diese Route wählen. Und nochmal fahren. Wie gesagt, ihr müsst dann einfach nur diese Haltestellen nochmal abfahren. Mehr müsst ihr da gar nicht tun. Business Center North? Moment. Das sind doch eigentlich diese anderen 3 Haltestellen. Die sind doch alle... Ja, die sind alle angebunden. Ach nein, dann schickt er uns ja jetzt erstmal wieder zur Anfangshaltestelle. Ach, das ist doch blöd. Business Center North ist ja die Starthaltestelle. Wartet mal, Leute. Nee, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir uns hierhin begeben. Schnellreise. Dann die Route. Die Route... wählen und die Fahrt starten. Die Fahrt starten. Das müssen wir leider... Es steht ja auf der falschen Seite. Och Mann, das gibt's doch nicht. Aber gut, das geht. Damit können wir leben. Damit können wir leben, diesen Bogen zu fahren. Weil das Problem ist, wir können die Straßenbahn im Fahrplan an der Haltestelle. Beim Bus geht das. Weil ihr müsst halt wirklich nur diese 3 Haltestellen dort abfahren. Und die müsst ihr relativ häufig leider abfahren. Und das ist eigentlich das Einzige, was ihr machen müsst. Immer wieder diese 3 Haltestellen anfahren, bis die ausgebaut werden können. Das dauert halt. Das sind so, naja, das sind so Missionen, naja... Die wirklich dann ein bisschen Zeit beanspruchen. So, jetzt einmal mitten durch das Stadtgebiet mit unserer wunderschönen Tram. Um erstmal zu unserem Stadtgebiet hier zu kommen. Kann man so viele weitere schöne Tramstrecken bauen. Hä, wo willst du mich denn jetzt hier lang schicken, Mensch? Oh, da wirst wahnsinnig ja damit. Nee, Leute, so wie ich, das regt mich dann schon wieder auf. Weil du nicht dann auf die Tram warten kannst. Genau in die andere Richtung. Also, dasselbe Spielchen. Leute, fährt genau in die falsche Richtung. Ich drehe am Zeiger. Nee, Leute, Entschuldigung, das riecht mich dann auch auf. So, Moment, hier, die können wir leider noch nicht aufbauen, ausbauen. Und die können wir auch nicht ausbauen. Die müssen alle auf Stufe 3 ausgebaut werden. Das ist so extrem aufwendig. Es ist das Blöde, dass wir uns hier nicht zur
dass wir uns hier nicht hinbiegen. Wieso setzt du denn die Tram in die falsche Seite? Das verstehe ich nicht. Oder? Bist du auf der richtigen Seite? Nee, da ist natürlich auf der falschen Seite. Oh nein. Das ist natürlich bitter und sehr, 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 sehr doof. So, bist du jetzt auf der richtigen... Ja, jetzt bist du auf der richtigen Seite. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir sagen, oder? Jetzt stehst du in der richtigen Richtung. Jetzt gucken wir mal, ob das mit der Route übernehmen jetzt klappt. Wie gesagt, das ist halt wirklich ein Gemäre mit diesem hier, fahr die Haltestellen zig mal ab. Es sind die einzigen Missionen, die mir persönlich nicht ganz so gut gefallen, weil es einfach nur... So, jetzt aber. Jetzt klappt's. Also man muss nicht nur gucken, dass man an der Haltestelle steht, sondern auch schauen, dass das Ganze eben auch die richtige Seite ist. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, oh, jetzt gebe ich dem das Geld noch falsch raus. Ja, weil mich das schon wieder stresst. Deswegen. So, wo soll ich jetzt lang, liebes Spiel? Sag's mir bitte. So, da vorne nicht. Geht's mal danach nach der markierten Linie. Wehe, du schickst mich falsch. Ich muss doch nach rechts, Spiel. Was machst du denn von Mist? Ich muss doch hier rechts rum. Also ihr seht, das ist auch noch nicht so. Also, obwohl es ein Update gab für den Tram-Sim, ist das auch noch nicht so hundertprozentig ausklamüsert. Ja, es nervt dann manchmal gerade solche langwierigen Aufgaben, wenn das dann nicht so funktioniert, wie das soll. So. Einfach nur diese Haltestellen bedienen. So, halt hier, die erste kann nämlich ausgebaut werden. Dann müsst ihr einfach die Haltestelle anklicken und ausbauen. Da haben wir nämlich Stufe 2. Und natürlich Fahrkarten verkaufen. Natürlich können wir hier auch Fahrkarten kontrollieren. So, nächster. Und die verkaufen alle die Karten bei uns. Haben wir keine... Das stimmt, Automaten habe ich ja nicht gesehen. Eine Fahrkarte bitte. Dann steigen viele ein hier an der Haltestelle und viele, die Fahrkarten wollen. Aber die Zahlen immer mehr passen, die Leute. Das passt mir natürlich am besten. So, das sind nur diese drei Haltestellen, die wir hier bedienen müssen. Nächste Haltestelle, die wir anscheinend noch nicht ausbauen können. Eine schlechte Halteposition und wieder Fahrkarte verkaufen. Das kann man aber übrigens, wenn einem das nervt, kann man das aber auch abstellen. Danke. Mit den Einstellungen. Noch einer. Senioren, Wochenkarte 0. Dann ist dann die nächste Haltestelle, die wir anbinden müssen. Wie gesagt, ist ja nicht das erste Mal, dass wir so eine Mission spielen. So, hier müssen wir wieder vorne hingucken. Stelle. Muss ich hier die Weichen? Nee, zum Glück nicht. Und auch diese Haltestelle können wir jetzt ausbauen, wo wir uns gerade befinden. Wie gesagt, immerhin haben wir schon Stufe 2 geschafft. Und hier können wir die auch ausbauen. Das hat er uns nur nicht gesagt. Ich glaube, naja, seht mal, wie viel wir hier noch hinfahren müssen, um das zur nächsten Stufe auszubauen. Also ihr seht das auch hier, Stufe 2, 2, 2. So, dann könnten wir jetzt entweder die Strecke fertig fahren oder, also entweder zur Schule fertig abfahren, aber das werden wir jetzt nicht machen. So, du kriegst noch deine Karte und dann 1, 2, 3, 4 und dann 20. So, dann machen wir die Schnellreise wieder zurück zu unserem Startpunkt.
um diese einfach ein bisschen Zeit zu sparen. So, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Sind wir auf der richtigen Seite? Ich glaube ja, ne? Wir sind auf der richtigen Seite. Ja, das ist schon mal gut. Wir stehen auf der richtigen Seite. So, dann wiederum das Spielchen Route wählen. Wie gesagt, normal geht das bei Buslinien geht das viel einfacher. Da stellt ihr euch einfach an den Fahrplan und sagt hier, warte auf Linie sowieso. Da kommt der Bus angefahren. Da ist das etwas einfacher. Steigen wir zwei Leute rein. Und dann... Ach nee, wie war das Spielchen hier? Rechts rum müssen wir hier nämlich. Mal. Haltestelle kann ausgebaut werden. So, damit haben wir, die ihr seht, die erste auf Stufe 3 ausgebaut. So, die anderen beiden müssen nur noch. So, Fahrgast möchte Fahrkarte. Oder hat man das möglicherweise ein bisschen vereinfacht? Anscheinend, dass das wieder ein extrem langes Video werden wird. So, nächste Fahrkarte. Ja, vielleicht sollte man das dann für solche Missionen auch mal abstellen. Tageskarte 1. 30, die zahlen sich doch nicht mit so hohem Geld, Mensch. Noch eine Fahrkarte. Also hier sind immer die meisten, die Fahrkarten wollen. So. Und dann aber Türen zu. Sehen wir auch nochmal unsere schöne Tram im Regen. Wie gesagt, Tutorial war auch ein bisschen komisch. Ah, die können wir auch schon weiter ausbauen. Anscheinend scheint das Tramfahren, also entweder wurde das generell mit einem der vergangenen Updates verbessert, oder die Tram bringt einfach mehr Haltestellenpunkte. Dass man wirklich, also entweder ist es verbessert worden, dass man nicht mal so eine ewig lange Touren fahren muss. Weil, wie gesagt, mit den Bussen oder so war ich noch nicht bei der Haltestelle. So, Kinder, dann einfache Fahrt. Und auch sie, du kriegst Geld wieder. So, und noch einer. Also sehr, sehr viele hier, die eine Fahrkarte bei uns kaufen. Danke. Sehr schön. Perfekt. So. Dann geht's weiter. Zur nächsten und dann letzten Haltestelle. Also wenn die auch ausgebaut werden kann, dann sind wir dann für heute schon fertig. Dann dauert es doch nicht so lange. Wie vermutet. Schaut euch mal ein absoluter Wolkenbruch, den wir ja gerade erwischt haben. Gleich mal das Wetter hier noch genießen. So, davon müssen wir dann links rumbiegen. Die Straßenbahn, die im Ampelstau steht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, sind Akkustraßenbahnen. Wie gesagt, das wurde leider im Tutorial. Das Tutorial ist hier irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen fehlgeschlagen. Also bei mir hat das jedenfalls, ihr habt ja selber gesehen, nicht richtig funktioniert. Also das Linienabfahren, was wir machen sollten, schon. Aber ansonsten, ja. Aber ansonsten hat das irgendwie nicht so korrekt funktioniert, meine ich, wie es sein sollte. Also das wird, da wird sicherlich nochmal ein Update kommen. Und es gab auch ein kurzzeitiges Update jetzt hier. So, und auch diese Haltestelle können wir nun ausbauen. Und damit haben wir die Mission für heute abgeschlossen. Und wir sehen den Zahltag. Ja. Und dabei ihren morgendlichen Arbeitsweg genossen. Super. Also, dann haben wir das heute alles geschafft, was wir schaffen wollten. Eine Mission pro Video versuche ich für euch zu schaffen.
schaffen, wenn es nicht allzu lange dauert. So, und jetzt können wir mal gucken, wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Wieder 1,2 Millionen, also bin ich ja sehr gespannt, wann wir dann zweite Tram kaufen müssen. Ich denke aber schon, dass das noch relevant wird. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier jemanden finden, der die Tram... Ja, so, dann übernimmt die Kollegin, ihr seht's, und wird die Tram jetzt weiterfahren. Wir stellen uns erstmal runter bei diesem Wolkenbruch. Und ja, da würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal jetzt bis hierhin fürs Zuschauen. Wir können mal in die nächste Mission gucken und da sollen wir eine Route stellen. Ach, da können wir einfach unsere jetzige Route einfach erweitern und schließe die Route am Abend oder in der Nacht ab. Das klingt auch sehr interessant. Nachtfahrt mit der Bahn, das machen wir aber erst im nächsten Part. Ich wünsche der Kollegin noch einen angenehmen Dienst. Wir stellen uns erstmal unter, bis der Regen aufhört. Und ja, danke fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.